Hallo und herzlich willkommen zur 137. Folge von Forza Horizon 4. Heute gibt es wieder mal ein Auto, was es leider nicht so in die Serie geschafft hat. Das hier ist der 2014er Infiniti Q50 Urouge, was eigentlich das Topmodell des Q50s werden sollte. Aber das Projekt wurde leider 2015 eingestampft. Es war zu teuer, zu unwirtschaftlich, es lohnt sich einfach finanziell nicht. Das ist natürlich immer schade, wenn sich solche Autos nicht lohnen. Also es gibt auch Firmen, die das trotzdem produzieren, auch wenn es sich nicht lohnt. Oder gelohnt hat im Nachhinein. Beispielsweise der Bugatti Veyron und der Chiron, glaube ich, auch. Ich glaube, bei jedem Auto erleidet VW einen Verlust in, glaube ich, sogar über eine Million Euro pro verkauften Veyron. Die haben es trotzdem gemacht. Ja gut, wenn Volkswagen ist es vielleicht ein bisschen größer als Infiniti oder eher gesagt Nissan. Eigentlich sind Infinities mehr oder weniger Nissans. Nissan oder müssen die Premium- oder Luxusabteilung bei Nissan heißt einfach Infiniti. So ein bisschen so wie Lexus die Premium-Marke von Toyota ist, beispielsweise. Das ist halt eben Infiniti ist dann so Nissan. Deswegen bedient sich dieser Wagen auch von Nissan Technik, denn von Nissan stammt zum Beispiel der Allradantrieb und auch der Motor. Der ist vom Nissan GT-R. Hat auch hier 570 PS. Und 600 Newtonmeter Drehmoment. Das wäre geil gewesen, so ein Auto. Leider kommt das Auto so in Serie. Ich hätte es cool gefunden, auch gerade so, wenn die Optik so geblieben wäre. Also ich hätte es schick gefunden. Aber im Spiel ist er trotzdem, was ich gut finde. Gucken, was der Hobel so kann. Ups. Ich wollte gerade schon tunen gehen, aber Fabian, du hast da was vergessen. Richtig, denn zuallererst gibt es die Runde auf meiner Teststrecke. Für den Leistungsindex von 783 ist die Rundenzeit wirklich in Ordnung.
Es ist eine 2 Minuten 52,005 geworden. Damit ist der Wagen 0,7 Sekunden schneller als der Alfa Romeo 8C Competizione. Aber auch. Oh. 1,7 Sekunden langsamer als ein BMW M4. Oder auch langsamer als, was ich ein Giulia Quadrifoglio werde, zum Beispiel. Ist nicht so gut. Aber es ist auch nur ein Konzept, ne? Die Serie. Wäre cool geworden, auf jeden Fall. So. Fahr mal jetzt aufs Tune. Und mal gucken, was hier so geht. So, okay. Es geht auf Heckantrieb. Nee. Motorenwechsel geht gar nicht. Aufladungswechsel brauchen wir nicht, weil wir haben sowieso hier Biturbo. So. Ich finde, das sieht so von vorne. Sieht echt geil aus. Auch so schön sportlich, aggressiv. Aber auch illegal. Nein, elegant und stilvoll. Wir sollten ihn auch. Ich finde ihn echt schön, den Wagen. Auch schöne Endrohre, schönes Heck. Gefällt mir wirklich optisch sehr gut. Was ich aber fand, also ich fand der Wagen, der hat sich auf der Rennstrecke, er hat sich ein bisschen schwer angefühlt. Kann auch daran liegen, ich bin, gestern war das, gestern am 16. Mai bin ich erst den Maserati gefahren, dann den Lotus 311 und danach auf der Rennstrecke hier, den Eau Rouge. Kann sein, dass ich von den beiden Autos davor verwöhnt war, deswegen der sich so schlecht angefühlt hat, aber ich fand, man hat. Er hat sich sehr schwer angefühlt, der Wagen. So, Rennbremsen hatte ich gar nicht. Aber hier die Bremsscheiben, die sehen auch schon mal gar nicht mal so klein aus. Ich lasse die auch. Aber man sieht hier, der Wagen hat den Busmodus des Todes. Na, geht schon mal in die richtige Richtung. Nö. Ich hätte ihn gern leichter. Auch wenn er gar nicht mal so schwer ist. Klar, 1,7 Tonnen, das war noch viel, aber ich meine. Für eine, ich sag mal, ja, ich würde sagen, Mittelklasse, obere Mittelklasse-Limousine mit 560, 70 PS und Allradantrieb sind 1,7 Tonnen gar nicht mal so viel. Ja gut, das wäre doch ein bisschen übertrieben. Mach mal so. Wir haben hier ein Siebengang-Getriebe, ich glaube sogar Doppelkupplung müsste es sein. Den geht in unter 4 Sekunden oder sollte in unter 4 Sekunden auf 100 gehen. Das war so das Ziel. Wäre cool gewesen. Wir haben sogar serienmäßig Sportreifen verbaut. Könnten auf Rennreifen upgraden. Nee. Das ist auch ein E-Auto, so ein bisschen zum Cruisen, zum komfortablen Autofahren. Und nicht, um die krassesten Rennen damit zu fahren. Das ist definitiv nicht. So. Das. Ist aber ganz schön weit. Höchstens Stufe 1 vorne. Aber hinten geht es eigentlich wie immer voll. Aber mit den Felgen kann ich mich noch nicht so ganz anfreunden. Mit der Felgengröße kann ich mich jetzt sehr gut anfreunden. Mit 21 Zöllern. Da war auch schön Spaß beim Reifenwechseln. Die Schmendinger da zu schleppen. So, gehe ich mal wieder auf die. Aufnahme, dass ich die auch sehe, was ich hier für ein Bullshit labere. So, was haben wir denn so felgentechnisch? Wenn die Karre verträgt schon so ein bisschen so Luxusfelgen, so was Protziges. Das kann das Ding schon. Ich glaube, so billig wäre auch nicht gewesen, wenn der so rauskommt. Ich meine, die meinten ja auch, Produktion ist zu teuer, das lohnt sich nicht. Da muss sich der Preis auch irgendwie auf den Endkunden, sage ich mal, auswirken. Das ist ja dann nicht so immer so die optimalste Sache. Und als Kunde so mega viel bezahlen muss. Also, boah, was könnte so ein Ding denn kosten? Ein Huni vielleicht? So 100.000? Ich so gar keine Ahnung, was realistisch gewesen wäre. Die Felgen in einer anderen Farbe. Klar, wieder mehr Gewicht. Natürlich ist auch gerade viel Gewicht an den Rädern nicht gut. Das weiß ich. Aber das juckt mich gar nicht.
Leistungstechnisch sind wir sind eigentlich schon hier ziemlich gut besetzt. So, was würden denn. Ach du meine Güte. Das ist doch, glaube ich, doch ein bisschen zu viel des Guten. Was sagt man, Newtonmeter? Ja, moin. Wenn wir nur ein bisschen mehr haben. Da haben wir noch 11 kW und vielleicht hier noch sowas, was vielleicht nicht ganz so viel Leistung bringt. 17 kW. 19. Ah, nicht so viel. Ich glaube, so machen 437 kW. Wo ist mein Handy schon wieder? Da. Ich glaube, da müssen wir sogar noch bei unter 600 PS sein, wenn ich mich jetzt gerade im Kopf nicht verrechnet habe. Nein, nicht mal 4,36 mal 1,36. Ja, also bei unter, also 594 PS ungefähr. Ich denke, das reicht. Das müsste, denke ich mal, mehr als genug sein. Ich habe das Teil auch gar nicht gekauft, Fabian. Sehr gut. So, da war's. Auf 1607 Kilo ist das so ein Teil wirklich echt in Ordnung, das Gewicht. Er hat sich halt nur so schwer angefühlt. Zur Farbe habe ich schon geändert. Die Farbe ist so in die Serie. Der Serie so einen ähnlichen, so ein ähnliches Rot. Ich doch ein bisschen was anderes mir noch gemacht. So, ein bisschen tiefer. Im Allrad, das ist ja ganz wunderbar. Ich will es aber hecklastig haben. Sehr hecklastig. Das Retrieve ist ja sehr komisch übersetzt. Ich meine, wenn man sich das anguckt, so fünfter Gang, so lang, aber dann sechster, siebter so kurz. Warum auch immer. Das macht zwar für mich keinen Sinn. Ups, das war doch ein bisschen kurz. Retriever muss auf jeden Fall länger als Serie. Ja, alles ein bisschen kürzer. Oder so gesehen, in dem Fall länger. Komm, immer gib ihm. 126, das ist doch schon eher so die Richtung, die mir ganz gut gefällt. Ja, so 3, ja, vielleicht so 3,7 Sekunden auf 100 km/h. Ich jetzt mal so schätzen. Top Speed sollte real, war so angepeilt 290 km/h. Aber ich denke, der wird auch schon. Ich meine, 570 PS. Da wird das Ding, glaube ich, nicht nur. Also, ne, nur in Anführungszeichen. 290 fahren. Oh, noch alles hier ein bisschen lang geworden. Also, passt. Aber natürlich ganz wichtig, Felgenfarbe. Wir müssen schön dunkel. Vielleicht mache ich die sogar matt. Komm, machen wir einfach alle Farbgruppen. Matt. Natürlich müssen die schön dunkel. Das reicht sogar schon. Also nicht ganz dunkel. Meine Felgen sehen eigentlich ganz gut aus. Auch so relativ. Also Speichen sind dick genug, finde ich. Noch genug Speichen. Ich hatte die Felgen, glaube ich, früher immer in anderen Fahrzeugteilen auf einem Maserati Ghibli drauf, glaube ich. Auf dem SQ4. Jetzt hier, glaube ich, nicht mehr gibt. Den Ghibli. Schade, nicht, war ein gutes Auto.
Bin ich, glaube ich, sogar in Horizon 3 Let's Play gefahren. Wenn ich mich nicht ganz irre. Aber weiß ich gerade nicht mehr. Das ist schon. Ist zu lang her. Boah, die Rückleuchten. Das sieht geil aus. Das ist wirklich eine sehr ungewohnte Form. Aber ich finde es cool. Scheinwerfer, ja. Normal so. Innenraum, na gut, ist mir jetzt natürlich hier nicht so viel. Also, oh, schöne Tachobeleuchtung. Schöne Farbe. Ich sehe da oben eine Anzeige. In der Mitte ist ja ein Display. Und oben rechts. Was ist das für eine Anzeige da? Kann ich nicht erkennen. Der schöne GTR-Motor ballert ordentlich. Das regnet jetzt, glaube ich, wieder, ne? Oder habe ich mich gerade getäuscht? Wenn, da habe ich gerade Regentropfen gesehen. Es regnet. Egal, wir ballern. Und der Wagen zieht. Eben geblitzt somit. Ein bisschen zu schnell. Und danke, dass du die Spur wechselst. Bei 100. Okay, Alter, der rennt aber echt übel. Und das ist ja die Seite, wo es hier. Oh Gott. Das ist lieber. Da wo es ja quasi berghoch geht. Natürlich muss ich genau gegen diesen ersten Gang gegenfahren. Das war so klar. Ah, geht auch. So. Mal gucken, wie es aus dem Stand geht. 80% hinten. Immer noch gut. Also ich sag mal, mindestens 3,30 läuft das Ding. So wie der jetzt abgegangen ist. Also laut Daten. Vielleicht mehr runter sogar noch über 3,40. Oh. 3,38? Moment. Das will ich jetzt einfach mal testen. So. Ich glaube, Rennfahren werde ich heute gar nicht mehr so wirklich. So finde ich kein Auto zum Großrennen fahren. Also generell ist Rennfahren mit einer Limousine ziemlich schwachsinnig. Das macht so eher weniger Sinn. Ich denke, es ist eher für so entspanntes Fahren. Oh, die Scheinwerfer. Oh. Diese Form, ich finde die geil. Auch so bei Lexus, finde ich. Auch irgendwie so ein LC oder sowas. Oh, sieht so ein Ding geil aus, ey. Meine Güte. Oder den JP mit dem LC500. Meine Fresse, wirklich, sehr, sehr geil. Ist ja, vielleicht kommt halt ein Lexus LCF. Ich habe es ja mal so schon Fotos von, oder angeblich Fotos, die jetzt fake sind oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Aber die sahen auch sehr, sehr gut aus, finde ich. Also, wenn es auf dem Markt kommt, wieder auf dem Foto dort war, saugeil. Würde ich echt gut finden. Ja, moin, Dankeschön. Oder wie Peace jetzt sagen würde. Ja, moin, du Hansson. Ich muss nämlich ganz rechts fahren. Wegen diesen Idioten hier. Ja, der Autobahn ist kurz, glaube ich. Weil er zieht noch. Aber er ist schnell, keine Frage. Wenn ich mal 600 PS. Und die Karre um die 340. Not bad, not bad. And you? Ne, wir fahren jetzt hier zum Dings. Zu den Autoakten. Ist hier um die Ecke. Da kann ich auch quasi so hinfahren. So.
Das war's mit dem vollen Auto. Jetzt ist er kaputt. So. Der gefällt mir. Ist vielleicht ein Auto, was nicht viele kennen, oder auch eine Marke, die gerade in Deutschland nicht besonders bekannt ist. Eigentlich genauso wie ich. Bin auch nicht besonders bekannt. Passt eigentlich. Das müssen sehr, sehr geile Sachen machen. Natürlich immer noch quasi unter dem Schutz von Nissan. Natürlich Nissan, die kann auf jeden Fall was. Aber Technik aus dem GTR zu nehmen, ist natürlich eine ziemlich kluge Entscheidung. Die Technik gibt es ja, es ist ziemlich gute Technik. Also, warum nicht? Erreicht. So, die Autoakten. Nächstes Kapitel. Unser nächster Klient hat einen 1955er Chevy 150 Utility Sedan stark modifiziert, um daraus ein Rallye-Auto zu machen. Das liegt gar nicht so weit außerhalb des Rahmens des Möglichen. Das Fahrzeug ist schwer, ja, aber mit Allradantrieb und rallye-tauglichen Federn und Dämpfern ist das machbar. Der Versuch des Klienten resultierte natürlich in einem kompletten Fehlschlag. Aber wir machen es sicher besser. Mit mir am Steuer glaube ich eher nicht so. Die Karre ist cool. Bei nächster Gelegenheit wenden. Danke. In 100 Metern scharf links abbiegen. Ich höre einen Kompressor. In 200 Metern das gefällt mir gut, Forza. In 100 Metern scharf links abbiegen. Ich habe jetzt eine Zeit. Wo muss ich denn hin? Verdammte Scheiße. Ach du meine Güte. Ist natürlich die Frage, welcher Weg dann so am schnellsten ist. Ich kann mir vorstellen, dass ich einfach eher hier lang fahre. Und nicht da unten lang. Ich fahr's mal geradeaus. Ah, schon besser. Route wird neu berechnet. Ladedruck? Ja, zwar echt wenig. Aber naja. Baum, Baum, Baum. Ah! Weg da. Oh, Baum! War klar. So, jetzt ist die Frage. Ich weiß mal weiter so ein bisschen geradeaus. Jetzt schnell ist. Keine Ahnung. Einfach just do it. Die Karre ist ein bisschen langsam. Ja, passt den Berg hoch. Kleiner Fetti. Metern scharf links abbiegen. Oh Gott. Hallo. Ich glaube, hier muss ich sogar anfangen, weil ich da so kaum durchkomme. Wir haben irgendwie noch Zeit, also von daher. 10 Minuten. Easy. Na, eh schon gleich da. So, fahren wir da geradeaus weiter oder wie ist das jetzt hier? Ich würde sagen, definitiv. Fernseher geht aus, das ist nicht so gut. Ja! So, jetzt geht er nicht mehr aus. Fahren wir erstmal geradeaus weiter. Auf der Staubpiste. Rechts abbiegen. Route wird neu berechnet. In 400 Metern links abbiegen. Ja, es könnte sogar schneller sein.
Wagen ist. Der soll A-Klasse sein. Fühlt sich aber ziemlich langsam an dafür. Ah, Auto. Hatten Sie welches Farbe? Aber Bremsen sind gut. Das muss ich ihm lassen. So, da kann man, denke ich mal, schön geradeaus durchfahren. So, hier. In 100 Metern hast du dein Ziel. Wunderbar, in 3 Minuten 21. Summa summarum ein bestens geeignetes Rallye-Auto. Und wir sollten nicht die Wirkung auf die Konkurrenten außer Acht lassen, wenn sie von einem Sammlerstück überholt werden. Naja, ja. Ah, sei gegrüßt. Wir haben also unseren modifizierten Chevy 150. Nun müssen wir testen, ob er ein konkurrenzfähiges Rallye-Auto abgibt. Ich vertraue auf die Leistungsfähigkeit des Wagens und ich habe deine experimentelle Fahrtechnik lange genug beobachtet, um auch auf dich zu vertrauen. Genau. Meine Fahrtechnik ist experimentell. Das ist eine gute Beschreibung. Ja. Du brauchst natürlich einen Co-Piloten. Das werde ich sein. Ausschließlich über Schotterstraßen. Gleichmäßiger Anstieg, Allradantrieb, Hinterteil ausrichten. Das klang irgendwie komisch. Siehst du, wie die breiten Reifen und das reduzierte Gewicht um die Kurven gehen? Das hat der Klient nicht genutzt. Nee, die Reifen sehe ich gerade nicht. Wie denn auch? Ich kann den Reifen gar nicht mehr von dem Gewicht. Ich kann das Gewicht schlecht sehen. Grober Untergrund. Vertraue auf die verbesserte Aufhängung. Ja, dann wohl. Ja, Moment. Das kriegen wir so hin. Vielleicht nicht so. Bist nicht gegen den Baum? So. Keine Abkürzung. Wir haben diese Abkürzung hier. Oh, ist ja geil. War ja auch eine Staubpiste, stimmt. So viel Leistung in dem großen Chevrolet-Motor. Die hatte Klient etwas zu sehr genutzt, glaube ich. Ah. Ein schöner Motor, so ein Oldschool V8. Hat so einen Motor an. Ja, ja, äußerst zufriedenstellend. Du, das Auto. Der Klient wird froh sein zu erfahren, dass wir Erfolg hatten, wo er katastrophal gescheitert ist. Oder vielleicht auch nicht. Nur 3 Sterne. Wegen meiner kleinen Abkürzung vielleicht. Das könnte eventuell daran liegen, dass ich ein bisschen abgekürzt habe. Egal, wenn der Spieler das erlaubt, dann ist es. Das ist ja gerecht. Kann ich auch nichts für. Das sind nur die Möglichkeiten, die mir das Spiel gibt. Ich betrüge ja nicht. Du musst das Spiel die Regeln ändern. Ganz einfach. So, befördert die Autoakten auf Stufe 8 mittlerweile schon. Also habe ich, glaube ich, auch jetzt das 8. Kapitel geschafft. Oder das 7. Muss ich mal gucken. Also 1 könnten wir vielleicht noch schaffen. Also 1, 2, 3. Okay, mir fehlen noch 2. Das könnte ich ja so machen, dass ich jeweils ein Kapitel. Also ein Kapitel in der nächsten Farbe und eins in der übernächsten Farbe. Bei Folge 140 wird ja das FSK Special Teil 2. Das schon mal zur Info. Was gibt's denn hier Schönes? Agilitäts- und Reaktionstests über mehrere Geländearten hinweg. Testfahrzeug Myers-Max.
Oh, der Kunde wünscht Beschleunigungs- und Hochgeschwindigkeitsreaktionstests eines japanischen Serienfahrzeugs mit eingebautem Wankelmotor. Mazda Miata. Oh. Das kann lustig werden. Okay, Fähigkeitspunkte. Ne, machen wir nächste Folge, würde ich mal sagen. Nächste Folge und übernächste. Die dann aber auch im Winter sein werden. Also Folge 138, 39 ist im Winter und 140 ist ja Special, also das ist ja egal, welche Season es ist. Und dann nach Folge 141 gibt es dann wieder was aus dem Frühling. Dann beende ich die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und.